Halleluja. Lass uns nochmal aufstehen. Wir wollen zusammen beten. Jesus, wir sagen dir Danke. Du bist das Zentrum hier im Haus. Um dich geht es heute Abend. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir empfangen heute von oben, vom Himmel, dein Wort. Wir wollen es mit Glauben verbinden. Und wir danken dir, dass dein Wort, wenn es unser Ohr trifft, ins Herz kommt, mit Glauben verbindet, uns nützt. Und ich danke dir, dass heute nach deinem Wort werden heute das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Ich danke dir, dass heute neue Sachen geboren werden, die vom Himmel vorbereitet wurden, genau an diesem Tag heute festgesetzt zu werden, in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Schön, dass du da bist, darfst dich gerne hinsetzen, schön auch, dass du im Livestream dabei bist. Ganz besonders begrüße natürlich meinen Vater, Edmund Exler, der ist auch dabei, den habe ich gesehen im Livestream. Schön, dass du dabei bist, genau, jubeln nach Pforzheim, jawohl, genau, schön, dass du da bist. Wunderbar. Und das Wichtigste ist, dass der König der Könige im Haus ist. Das ist Jesus Christus. Amen. Jubel für Jesus Christus. Halleluja. Ja, ich bin aufgewachsen im christlichen Elternhaus. Ich habe immer von Jesus gehört. Ich war in der Kinderstunde, so wie eure Kinder in der Kinderstunde waren und Kinderprogramm. Ich habe gehört von Jesus. Ich habe gehört, dass er Tote auferweckt, dass er Kranke heilt. Ich habe gehört diese ganzen Geschichten von Jesus Christus. Und plötzlich wurde ich unheilbar krank. MS, Multiple Sklerose. Die Ärzte haben gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen, es ist zu Ende. Unmöglich. Aber Jesus sagt, was unmöglich ist bei den Menschen, ist möglich bei Gott. Um die Sache kurz zu machen, Gott hat mich geheilt. Übernatürlich, die Ärzte haben gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich 21 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Sein Name ist Jesus. Halleluja, Amen. Um die Geschichte komplett zu machen, ich bin aufgewachsen, habe ziemlich gestottert. Also, dass ich mal predige im Glaubenszentrum, ist so technisch unmöglich und emotional unmöglich. Ich wollte auch niemals Pastor werden oder irgendwie Prediger werden. Und ich bin zu Hause rumgelaufen, so wie die Kinder da drüben. Und meine Oma war bei uns zu Hause und die hat gesprochen, du wirst ein Prediger werden und du wirst gut werden in der Schule. Nächsten Tag komme ich wieder mit einer schlechten Note nach Hause. Sie guckt sich das Ding an und das ist nur Realität. Die Wahrheit ist eine andere. Du wirst ein Prediger werden und du wirst gut werden in der Schule. So ist sie gestorben. Sie ist gestorben, ab in den Himmel. Hat niemals gesehen, dass Gott mich freigesetzt hat, dass er meine Zunge freigesetzt hat, dass Gott mich in den Dienst gestellt hat. Heute bin ich in meiner Berufung, bin auf allen 5 Kontinenten unterwegs schon gewesen, um das Wort Gottes zu predigen. Ein Enkel, wo die Oma gesprochen hat. Das prophetische Wort wurde ausgesprochen. Und ja, da wurde ich ziemlich gut in der Schule, genau, die Steuerberatergeschichte gemacht, genau, hast du ja erzählt. Ja, es geht nicht um Steuerrecht, es geht um Jesus Christus, darum geht's, ja. Und was ich sagen will damit ist, das prophetische Wort wurde ausgesprochen und das Wort kehrt nicht leer zurück. Wenn deine Enkel bei dir sind zur Kinderstundenbetreuung oder damit du aufpassen darfst, weißt du, was du dann machen kannst? Du kannst das Wort Gottes aussprechen. Die können sich gar nicht vor diesem Segen schützen. Du sprichst es aus und das Wort bringt Kraft. Halleluja. Vor ungefähr 10 Jahren, nee, 11 Jahren war ich in einer Konferenz, ungefähr die Größe wie hier, so ungefähr 600 Leute. Und ich sitze als Teilnehmer, sitze ich im Stuhl oder auf meinem Stuhl und ich sitze dort und ein Prediger kommt nach vorne, ist ein Prophet und er selber sagt, ich war im Himmel, sagt dieser Prophet. Und während er das ausspricht von vorne, nimmt Gott mich in den Himmel. Und ich habe mein erstes Himmelserlebnis, meine erste Himmelsvision und ich durfte einen Einblick nehmen in den Himmel, solange dieser Prediger gepredigt hat, solange war diese Möglichkeit offen. Und ich habe verschiedene Sachen gesehen, ich habe die abgetriebenen Babys gesehen, die Fehlgeburten, wie Gott es übernatürlich heilt. Wenn die Geschichte dich interessiert, gib einfach meinen Namen ein mit Ich war im Himmel, da kannst du eine Stunde lang das alles anhören. Ich möchte nur eine Sache rausnehmen. Diese Oma, die zu mir gesprochen hat, wo ich ein paar Jahre alt war, diese Oma habe ich im Himmel wieder gesehen.
Sie kommt mir entgegen und ich weiß noch diesen Moment, sie ist dort und ich laufe und ich sehe sie. Meine Oma ohne Krankheit, ohne Gebrechen. Meine Oma kommt mir entgegen und sie kommt mir entgegen und ich sehe über ihr so ein Wort. Ich weiß nicht, ob das biblisch ist, wahrscheinlich nicht, ein Generationssegen. Und sie kommt mir entgegen und ich habe verstanden, weil sie im Glauben gesät hat, ist die nächste Generation, hat es im Glauben gepackt. Und die nächste Generation, ich als Enkel, im Glauben gepackt. Und viel von den Bekehrungen, die ich heute erlebe, weltweit Heilung, Befreiung nimmt enorm zu. Diese ganzen Dinge, die ich erlebe in meinem Leben, ist nicht nur wegen mir. Es ist, weil die Saat gesät wurde, Generationen zuvor. Und ihr Lohn, sie ist schon nicht mehr auf der Erde, ihr Lohn erweitert sich die ganze Zeit im Himmel, weil ihr Enkel rumreist und heute in Bad Gandersheim predigt. Was meinst du, was da? Ja. Was meinst du, was geschieht mit deinen Kindern und mit deinen Enkeln, wenn du das Wort der Prophetie aussprichst im Glauben? Du und dein Haus werden dem Herrn dienen. Du und dein Haus werden dem Herrn dienen. Ich möchte dich ermutigen da drin. Und sie kommt mir entgegen und diese Oma und ich sehe diesen Generationssegen und ich bin so berührt. Ich bin so berührt. Darüber wollen wir heute sprechen, wenn ihr die PowerPoint mal anmacht. Den Segen der Generationen. Ich bin so berührt von diesem Segen der Generationen. Wir wollen reingucken, ob das eine biblische Geschichte ist. Und diesen Segen in deiner Generation freisetzen, von Generation zu Generation. Ich warte schon ziemlich lange auf diesen Moment heute. Gott hat gleich gesprochen, Daniel, wenn du abends predigen wirst, mach das. Und ich weiß schon, was heute geschieht. Ah, ihr wisst noch nicht, aber ich weiß schon. Genau. Und meine Oma kommt mir entgegen. Und sie spricht einen Satz. Und den möchte ich hier als Proklamation des Glaubens aussprechen. Sie kommt mir entgegen und sagt, Daniel, deine Zeit läuft noch. Gib nicht auf. Ich habe verstanden, dass die Zeit von Apostel Paulus ist zu Ende. Von David ist zu Ende. Von Esther ist zu Ende. Von Johannes ist zu Ende, aber deine und meine Zeit, sie läuft noch. Und mit den Worten meiner Oma aus dem Himmel möchte ich euch ermutigen. Hey, lieber Konferenzteilnehmer, lieber Besucher, lieber Online-Zuschauer, der du dabei bist. Deine Zeit läuft noch. Gib nicht auf. Unsere Zeit läuft noch. Wir wollen die Werke Gottes tun, solange es noch Zeit ist. Jesus sagt, es kommt die Zeit, wo keiner mehr wirken kann. Aber solange noch Zeit ist, wollen wir die Werke Gottes tun. Amen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Lauf vollendest, ja. Und ich sehe das so und es berührt mich so. Und ich wurde so ermutigt, ich habe verstanden, ich werde Gottes Wort predigen bis zum letzten Tag meines Lebens. Es ist die Kraft, die wir haben vom Himmel. Halleluja. Ich habe mich erinnert im Himmel an 2. Timotheus 1, Vers 5 und wir wollen das hier zusammen lesen. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Luis und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin überzeugt, auch in dir. Da kommt Paulus, der geistliche Vater von Timotheus, kommt auf ihn zu und erinnert sich an etwas, das Generationen zuvor begonnen hat. Und er spricht hier, ich erinnere mich, hey, lieber Timotheus, du dritte Generation, ich erinnere mich an deine Oma, Luise. Ich erinnere mich an deine Mutter, Eunike. Und dann sagt er, ich erinnere mich an diesen ungeheuchelten Glaube, der zuerst in deiner Großmutter war, dann in deiner Mutter war und es ist auch in dir. Und dann sagt er, deswegen ermutige ich dich, tu die Gnadengabe wieder anfachen. Und dann kommt dieser Satz, den viele kennen, Vers 7. Denn du hast nicht einen Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aber worin beginnt es? Es beginnt in dem Ergreifen des Glaubens. Wisst ihr, das Stärkste, was ich in meinem Leben bekommen habe, ist nicht ein Erbe mit viel Geld oder ein Haus oder ein Auto oder irgendwie ein schönes Gebäude bekommen. Das stärkste Erbe, was ich bekommen habe, ist, dass die Generationen vor mir ihren Lauf vollendet haben, ungeheuchelten Glauben festgehalten haben und ich in der nächsten Generation so einfach durchlaufen darf, weil die Generation zuvor mit Glauben gesät haben. An dieser Stelle, Papa, danke. Er ist gerade im Keller wahrscheinlich irgendwo, aber alle lachen hier für dich. Wunderbar.
Was meinst du, was geschieht, wenn du im Glauben festhältst? Paulus erinnert seinen geistlichen Sohn und sagt, hey, da war deine Oma, dann war deine Mutter und dann warst du in diesem Glauben. Wisst ihr, wenn ihr wirklich ein Erbe an die nächste Generation weitergeben wollt, das nicht nach einem Erbstreit, als Steuerberater sehe ich ganz viel Erbstreit, innerhalb von Monaten zerstört ist. Wenn du wirklich ein Erbe weitergeben willst, das über Generationen weiterläuft, lade dich ein, gib ungeheuchelten Glauben weiter. Wertvoller wie Millionen von Euro. Ein ungeheuchelten Glauben, wie kriegst du den? Indem, dass du deinen Lauf vollendest. Erinnert euch an Apostel Paulus, der in 2. Timotheus, ja auch in diesem Brief gesagt hat, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt, fortan liegt für mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Aber nicht alleine mir, sondern allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Wer von euch möchte am Ende seines Lebens sagen, ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe Glauben bewahrt. Und wisst ihr, was dann im Himmel da auf dich wartet? Ein Siegeskranz. Wenn die Sommerbibelschule 2024 im Himmel aufgerufen wird, wirst du aufstehen und mit dir dein ganzes Haus. Amen. Und wenn du aufstehen wirst, Sommerbibelschule 24, Bad Gandersheim aufstehen, dann stehst du auf mit deiner Krone, weil du deinen Lauf vollendet hast und Glauben bewahrt hast. Ich will dich im Himmel wieder sehen. Mit deiner Krone. Sag deinem Nachbar, lass dir deine Krone nicht rauben. Der Segen der Generationen, den du weitergeben kannst von Generation zu Generation, so wie hier Timotheus es bekommen hat, funktioniert dadurch, dass du deinen Lauf vollendest, deine Krone nicht rauben lässt und du gibst sie weiter von Generation zu Generation. Ich möchte euch ermutigen mit einem Mann, der einen Generationssegen freigesetzt hat, vor Tausenden von Jahren, der es heute noch auf dieser Erde wirkt. Sein Name ist Abraham. Lass uns mal hineinschauen, ein Gespräch zwischen Gott und Abraham. 1. Mose, Kapitel 12, Vers 2 bis 3. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dich flucht, der werde ich verfluchen. Achtung, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Können wir den letzten Satz mal zusammen sagen? Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Lebst du gerade auf der Erde? Bist du da auch gemeint? Alle Geschlechter der Erde. Gott setzt einen Segen frei. Und er verbindet es mit einem Segen durch Abraham. Und es wird gesegnet werden, alle Geschlechter der Erde. Funktioniert aber nur durch Glauben. Lass uns mal den Beweis anschauen in Galater Kapitel 3. Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Können wir hier einen Amen hören? Der Fluch ist beendet. Indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und Jesus hing am Holz. Achtung, jetzt kommt's. Warum? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Lass uns mal noch den Vers 14 zusammen sagen. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Es gibt ein Segen Abrahams nach Galater 3, heute in Bad Gandersheim zu ergreifen im Jahr 2024. Es gibt diesen Segen Abrahams, der ausgesprochen wurde von Gott selber für alle Generationen, alle Geschlechter auf dieser Erde. Und hier gibt es zwei Sachen. Es muss
der Segen Abrahams durch Christus Jesus laufen. Nicht durch den alten Bund, es muss durch den neuen Bund, durch Christus Jesus. Ein Generationssegen, der durch Christus zu den Nationen kommt, aber wie? Nicht automatisch, nur weil du hier rumsitzt. Es geht nur durch den Glauben, dass wir die Verheißung des Geistes alle zusammen durch den Glauben empfingen. Und das möchte ich mal hier vorne euch zeigen. Wir wollen mal Rudi hier den Tisch hier wegkriegen und dann zeigen wir euch mal was Cooles. Darauf habe ich schon lange gewartet. Ja. Ja, und dann werden wir eine prophetische Handlung zusammen machen und etwas freisetzen in deinem Leben. Vielleicht bevor wir anfangen, der Heilige Geist sagt noch was anderes. Vers 13. Christus hat dich losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Der Generationsfluch in deiner Linie ist heute beendet. Der Generationsfluch der Depression ist heute beendet. Der Fluch der Scheidung in deiner Generationslinie ist heute beendet. Glaubst du das? Wir wollen diese Sache jetzt bewusst im Glauben abschneiden und sagen, Jesus, du hast am Kreuz jeden Fluch über meine Familie zerstört. Und ab deiner Generation wird nur noch ein Generationssegen von Generation zu Generation weiterlaufen. Und deine Kinder werden nicht in die Hölle gehen, deine Kinder werden nicht in die Drogenszene gehen, deine Kinder werden Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten werden in Jesu Namen. Glaubst du das? Halleluja! Ich glaube, dass das geschieht. Wie? Durch Glauben. Nicht automatisch, sondern durch Glauben. Und ich spüre, hier drin ist ein Glaube. Und wenn du zu Hause bist, du kannst dich eins machen mit diesem Glauben. Wisst ihr, die Ärzte wissen das auch. Da kommst du mit Bluthochdruck und dann fragst du, hatten das schon deine Eltern? Da kommst du mit Zucker, also mit Diabetes. Hatten das schon deine Eltern? Die wissen, irgendwie gibt es da eine Verbindung, aber mehr haben sie auch nicht. Ja? Ab heute ist der Fluch zerbrochen. Wenn du Glauben hast, dass wir jetzt beten zusammen, dass der Fluch, die Linie des Negativen in deiner Generation abgeschnitten wird und ab deiner Generation nur noch ein Segensfluss an Nachfolgern Jesu reinkommt, steh mal kurz auf, wir brechen diesen Fluch und setzen den Generationssegen frei. Wenn du zu Hause bist, mach das auch. Die Kraft ist genauso hier. Lass uns zusammen beten. Jesus, dein Wort sagt, du hast uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Du wurdest für uns zum Fluch, weil in der Bibel steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus, du bist am Kreuz gestorben für mich. Durch deine Striemen bin ich geheilt. Durch dein Blut bin ich gerettet. Aber ich bin auch frei von jedem Fluch. Ich spreche heute zu jedem Generationsfluch. Erheb dich und wirf dich ins Meer. Raus aus meiner Familie. Meine Familie ist gesegnet. Meine Gemeinde ist gesegnet. In Jesu Namen zerbreche ich den Fluch der Depression, den Fluch der Scheidung, jeden Fluch in meiner Generation. Ab heute ist der Fluch zerbrochen. Und der Segen Abrahams durch Christus Jesus wird in meiner Generation sichtbar. Meine Kinder werden zu Aposteln, zu Propheten, zu Evangelisten, zu Männern und Frauen Gottes. Ich spreche es aus im Glauben. Der Fluch ist zerbrochen. Und ab meiner Generation
wird nur noch der Generation Segen. Sichtbar, sich ausbreiten und in die Nationen gehen. Und ich spreche mutig aus. Ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Teufel, weg mit deinen Pfoten aus meiner Familie. Sie gehört Jesus Christus. Und ich spreche mutig im Glauben. Und es geschieht, was ich sage, weil ich nicht zweifle, sondern ich glaube in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Nochmal, Halleluja. Okay. Halleluja. Wir haben den Fluch zerbrochen. Ja, ein Amen, preis den Herrn, genau. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert mit diesem Segen Abrahams. Oh, freu mich. So, wir brauchen den ältesten Mann hier im Raum. So, müssen wir mal kurz gucken, wer der Älteste ist, weil der muss gleich Abraham darstellen, ja? Also, gibt es hier Männer über 70? Soll mal kurz die Hand heben? Gibt es hier Männer über 70? Könnt ihr mal kurz aufstehen? Wir gucken mal, wer ist der älteste Mann hier im Raum? Zwei haben wir, ja, über 70? Zwei? Drei? Jawohl. Mal alle über 70 aufstehen. Gibt es hier über 75? Nee, nur Männer brauchen wir bis jetzt, weil Abraham wäre cool. Wie alt bist du? Wie alt bist du? 70. 72 hat gewonnen, ja? Kommst du nach vorne, ja? Mit einem Applaus. Wie lange bist du schon Christ? Wie lange bist du schon Christ? Mein Leben eigentlich früh Jesus schon gegeben. Ich war so 16, so in dem Dreh. Halleluja, bist du fast. Über 50 Jahre Christ. Dann auch manchmal im Straßengraben. Okay. Und habe vor 3-4 Jahren habe ich Jesus nochmal neu. Bin mit dem Geist getauft. Wow. Und habe mein Leben neu Jesus gegeben. Wunderbar. Gott hat dich wieder rausgeholt, ja? Amen. So, Manfred, ja? Ist es okay, dass du auf dem Livestream bist? Ich muss nämlich deine Genehmigung einholen. Ja. Ja? Ist okay. Gut. Ganz normal dahin. Ist okay. Ist eh zu spät, ja? Genau. Alles gut. Also Manfred, du repräsentierst als Dienstältester hier im Raum Abraham. Stell dir mal vor, Gott kommt zu dir und sagt, hey Abraham, deine Frau wird schwanger. So hat Abraham auch gedacht. Guckt sich an. Guckt auf seine Frau. Aber er hat nicht gezweifelt, sondern gab Gott die Ehre. Und er glaubte dem Wort und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Gott gibt ihm ein Wort. In dir werden alle Geschlechter gesegnet auf dieser Erde. Wow. Aber nicht nur, wisst ihr, wir haben ja neutestamentlichen Segen, der ist ja richtig groß, der neutestamentliche Segen. Aber da gibt es noch ein Segen durch Abraham. Hier, Galater 3, steht es drin. Durch Abraham. Der Segen Abrahams kommt aber durch Christus Jesus. Jetzt brauchen wir einen Christus Jesus. Das darf ich niemand hier nehmen, nur die Leiter. Rudi, bist du bereit, Christus Jesus zu sein? Ja, let's go. Applaus für Rudi. Bist du bereit, ja? Als Geschäftsführer des Glaubenszentrums, ja? Okay, wunderbar. Halleluja, wunderbar, genau. So, okay, dann bist du jetzt hier, ja? Einfach dich hinstellen hier. Genau so ungefähr. Super, wunderbar. Also, ihr guckt immer nach vorne, nicht auf mich, ja? Genau, wunderbar. So klappt's gut. Also, durch Abraham, Gott spricht durch Abraham und sagt, in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Jetzt beginnt ein neuer Bund durch Jesus Christus. Sein Blut, machen wir die Hände auseinander, heute machen wir Schultertraining, ja? Genau, durch sein Blut, weil er sein Blut vergossen hat, am Kreuz von Golgatha, ist der neue Bund entstanden. Nach Epheser Kapitel 1 sind wir durch Jesus gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt.
Wir haben echt alles. Richtig alles. Noch viel mehr wie alles. Zur Fülle gebracht. Durch Jesus Christus, durch seine Striemen sind wir geheilt. Er ist das Zentrum, nicht Abraham ist das Zentrum. Jesus ist das Zentrum. Und dann sagt aber Galater 3, sagt noch etwas, da kommt plötzlich ein Segen vom alten Bund, tausende Jahre vorher, durch Christus zu den Nationen. Voll krass, oder? Also Gott ist nicht nur einer, der in Christus die Fülle gibt, sondern noch Fülle zusätzlich mit Segen Abrahams noch oben drauf. Hier wäre Halleluja schön zu hören. Wunderbar. Danke für eure Begeisterung. Ja? Also, Segen Abrahams, Christus Jesus, kannst du runtermachen, dass wir deine ein bisschen schonen. Ja? Wunderbar. Und jetzt kommt die Nation. Jetzt brauchen wir irgendeinen jungen Mann, der cool angezogen ist. Irgendeiner bis 20. Könnt ihr mal aufstehen, alle so bis 20? Dann gucken wir mal, wen wir hier wählen, ja? Bist du bereit? Hajo, komm, wie alt bist du? 12 ist perfekt. Applaus. wie heißt du? Noah. Noah. Ich muss auch die Erlaubnis wieder fragen. Bist du bereit, hier im Livestream zu sein? Das. Meine Eltern fragen. Ach so, okay, stimmt. Ja, die Eltern sagen so, ja? Okay, wunderbar. Sehr gehorsamer Sohn. Okay, können Sie sich hinstellen? Wir müssen gucken, dass wir ungefähr die gleichen Abstände haben. Bisschen rüber. Wunderbar, wunderbar. So, okay. 12 Jahre, du bist also in diesem Jahrtausend geboren, ja? Wir sind noch im alten Jahrtausend geboren, ja? Okay, gut. Jetzt kommt ein Segen. Vor 6000 Jahren ungefähr hat Abraham gelebt. Gott hat zu Abraham gesprochen. Der Segen Abrahams, weißt du, was das überhaupt ist? Der hat einen Haufen Schafe und einen Haufen Rinder und war richtig reich. Der Segen Abrahams hat zu tun mit Wohlstand, es hat zu tun mit Segen Gottes, es hat zu tun mit Schutz. Der Segen Abrahams, wenn du mit dem Segen Abrahams bist, kannst du reinlaufen, wo du willst. Dich trifft nichts, weil Gott mit dir ist. Der Segen Abrahams hat zu tun mit Fruchtbarkeit. Da wirst du noch schwanger im hohen Alter. Okay. Der Segen Abrahams hat zu tun, sodass die Generationen nach dir sagen, ich bin Abrahams Urenkel. Der Segen Abrahams hat zu tun, etwas vom Himmel zu bekommen für die nächsten Generationen. Menschen, die sagen können, ich bin Abrahams Nachkommen, die haben es geschafft. Abrahams Segen kommt aber nicht automatisch zu dir, sondern nur durch Christus Jesus. Und er repräsentiert heute die Nationen. Also im Jahr 2024, wir im Glaubenszentrum Bad Gandersheim oder in deiner Stadt, wo du halt wohnst. Ja? Er repräsentiert dieses neue Jahrtausend, geboren nach dem Jahr 2000. So, jetzt will ich euch das zeigen, wie das funktioniert. Ich muss deine Hände wieder ausstrecken, wunderbar. Also, Gott spricht, da ist ein Segen Abrahams, der durch Abraham freigesetzt wurde, weil er geglaubt hat. Weil er geglaubt hat, hat Gott gesagt, ich werde sogar die Nation in Deutschland segnen, im Jahr 2024. Abraham hat Gott geglaubt und einen krassen Generationssegen losgelegt. Damit der Segen Abrahams, hier steht's, in Christus Jesus zu den Nationen kam. Können wir es zusammen nochmal sagen? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Das funktioniert nur durch Glauben. Woher kommt Glaube? Vom Hören. Ihr hört es jetzt gerade. Wenn ihr das glaubt, wird der Segen Abrahams ab heute in deiner Nation, in deiner Generation, in deiner Familie zustande kommen. Amen. Es ist ein Zusatzbonbon neben der ganzen Fülle von Jesus, von Galater 3, der auch deine Familie treffen kann. Der Segen Abrahams schließt Konkurs aus. Thank you.
Wunderbar, okay. Also, der Segen Abrahams ist frei und er wartet auf dich. Wenn du das nicht im Glauben ergreifst, dann ist er einfach weg. Aber der Segen Abrahams heute im neuen Bund geht nur durch Christus Jesus. Er ist das Ziel, er ist das Zentrum. Der Segen Abrahams durch Christus Jesus kommt zu den Nationen. Wie? Durch Glauben. Wenn du mal deine Hand aufmachst, so. Du empfängst etwas von vor Tausenden von Jahren, was Gott freigesetzt hat durch Abraham, im Glauben durch Jesus Christus in den neuen Bund reingebracht hat zu dir. Und wenn du das glaubst, bekommst du etwas, du bekommst etwas, also du, ja, wir sind alle jetzt du, ja, okay, ja, okay, du bekommst, das ist dir deine Hand jetzt, du bekommst etwas, was vor Tausenden von Jahren von Gott versprochen wurde, durch Christus Jesus im Glauben ergriffen, heute in deiner Generation. Das ist cool. Kurz mal runter, ist wieder schon ein bisschen, ja? Geht's? Ja, okay. Wunderbar. Ich möchte dich ermutigen, wir haben heute den Generationsfluch zerbrochen. Ab deiner Generation wird nur noch der Generationssegen freigesetzt. Das glauben wir. Zweite Möglichkeit. Epheser 1, wir lesen es gleich, sagt, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Wow. Dritte Möglichkeit. Du wirst dein Lauf vollenden und alleine, weil du dein Lauf vollendest, wirst du so wie Timotheus eine Oma haben, eine Mutter haben und plötzlich wird ab deiner Generation nur noch Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten rauskommen. So wird es werden. Und dann, neben der ganzen Sache, gibt es auch noch den Abraham. Der steht da rum und wartet. Der hat keinen Stress. Nein. Und wie wenig Menschen kenne ich, die den Segen Abrahams nehmen? Ihr nicht. Ihr habt es heute gehört und ihr nehmt es heute, ja? Der Segen Abrahams kommt durch, jetzt Arme wieder auf, durch Christus Jesus. Jawohl, wunderbar. Zu den Nationen in deiner Hand. Glaubst du das? Ich möchte dich ermutigen, dass du den Segen Abrahams ergreifst. Er wird verloren gehen, wenn du das nicht ergreifst. Es geht nur durch Glauben. Und die Person ist immer Jesus. Immer nur Jesus. Und Jesus hat uns, durch Christus haben wir einen Generationssegen. Hey, ich weiß nicht, ob das klar ist, was für ein Segen da freigesetzt wird. Aber das geht nur im Glauben. Der Glaubende spricht nicht, alles ist schlimm. Und meine Konten gehen runter, und meine Gesundheit geht runter und ich weiß nicht, wie ich die nächste Weltwirtschaftskrise überlebe und ich weiß nicht, was mit Corona sein wird. Der Segen Abrahams spricht nur, Gott ist mein Versorger. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segen in der Himmelswelt durch Christus Jesus und der Segen Abrahams wird durch Christus Jesus in mein Haus kommen. Amen. Danke. Und jetzt machen wir eine prophetische Handlung. Bist du bereit, ein bisschen einzuklatschen bei den Leuten? Wie jetzt? Ich frage erst mal deine Eltern, ja? Okay. Jeder, der eine Entscheidung treffen will und sagt, ich entscheide mich heute, den Segen Abrahams in meinem Leben freizusetzen, im Glauben, kann einfach seine Hand heben und du kommst und klatscht einfach ein bei denen, ja? Wir üben das mal, okay? Macht mal hier die erste Reihe. Gerade die erste Reihe, gehen wir hin. Bei den Frauen ein bisschen sensibler, genau. Und bei den Männern volle Kanne drauf, okay? Ja, wunderbar. Okay, stopp. Ist es gut für euch? Ja. Wir machen das gleich von Block zu Block, okay? Ja. Versuche einfach, wie du durchkommst, ja? Also, wunderbar. Ist okay für dich? Ja. Wunderbar. Zu den Eltern geht, ja? Wenn ich ein Zeitlimit krieg. Ja. Du, ich predige noch ein bisschen und du haust dann was drauf, ja? Ja. Alles klar? Machen wir das, ja? Wunderbar. So. Du wirst ab heute bekannt sein im Glaubenszentrum, der, wo alle eingeklatscht hat, ja? Gab's auch noch nie.
Und ja, am besten erstmal diesen Block, danach hebt ihr die Hand und wenn ihr eingeklatscht habt, dann tut deine Hand wieder runter. Okay? Hebt mal eure Hand hoch. Oh, jetzt hast du viel zu tun, los geht's. Ja? Ich möchte dich ermutigen, die zentrale Person ist Christus Jesus. Immer nur durch Jesus. Und ich brauche meine Kanzel wieder, ja? Und danke an Abraham, Dienstältester. Und die nächsten Jahre werden Jahre der Fruchtbarkeit in deinem Leben. Danke. Dank Abraham. Ja. Was die gleich denken hier. Ja, alles gut. Also, ich habe einen Eindruck, dass was machen soll. Wer von euch ist schon in der Rente? Steh mal kurz auf. Wer ist schon in der Rente? Kannst du beten, dass himmlische Frucht, ja, des Segens Abrahams, weil du hast es gerade repräsentiert, bei diesen Leuten sichtbar wird und dass die nächsten Jahre noch viel bessere Jahre werden wie die ersten 60. Glaubst du das? Ja? Ja? Machst du das? Ja? Okay? Ihr bleibt stehen. Das sind die Juwelen des Hauses hier, die gerade stehen, ja? Boah, die coolen Juwelen. Also, leg mal deine Hand auf dein Herz, wenn du gerade stehst und du betest, ja? Los geht's, Manfred, hau rein. Ja, ich spreche im Glauben den Segen Abrahams, das Frucht vom Himmel, himmlische Frucht, in die Menschen kommt, die jetzt stehen. Und die besten Jahre liegen noch vor euch. Yes. Es kann nur besser werden. Yeah. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Danke. 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 Ganz gut. Danke, 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 danke. Halleluja, Halleluja. Wunderbar. So, ihr dürft wieder Platz nehmen. Und sobald die Klatschaktion zu Ende ist, kommst du zum nächsten. Ja, wunderbar. Das klappt hier wunderbar. Lasst euch mal in Epheser Kapitel 1 mal reinschauen. Epheser Kapitel 1. Komm langsam zum Ende und dann wollen wir noch eine prophetische Handlung zusammen machen. Auf die warte ich schon sehr lange. Also es ist immer gefährlich, im Gottesdienst hier zu sitzen bei mir. Aber alles gut. Epheser Kapitel 1, Vers 3. Lass uns mal hier reinschauen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wow. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Boah, schaut euch das mal an. Du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ab heute keine Beschwerden mehr. Ab heute kein Murren mehr. Ab heute keine, oh, mir geht's schlecht und oh, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Versteh eins, hinter dir sind Generationen, die mit dir laufen, wenn du nicht den Kopf in den Sand steckst. Ein Amen, preis den Herrn. Genau, wunderbar. Vers 4. Wer uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Vers 5. Bitte weiterklicken. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Wir haben es heute gehört, heute Morgen, die Sohnschaft in Christus Jesus. Für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das größte Wunder überhaupt, die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Hier können wir mal Amen sagen. Was für ein Geschenk haben wir? Ja, der uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach dem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm. Für die Verwaltung, bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen, in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Alles geht in ihm. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du enttäuscht bist und nicht weiter weißt, lese Epheser Kapitel 1. Oder erinnere dich an die Klatschaktion, die du gerade hier erlebst, ja? Du ergreifst den Segen Abrahams in Christus Jesus. Ja, du machst es super gut. Danke, danke. Richtig, richtig gut.
Bevor wir zu der prophetischen Handlung kommen, möchte ich euch erinnern an einen Mann, der ein Generationssegen freigesetzt hat. Wir haben gehört von Timotheus, sein geistlicher Vater sagt, achte drauf, was deine Oma und deine Mutter gemacht haben, den ungeheuchelten Glauben. Wir haben heute gehört von Abraham, von Abraham, der Segen Abrahams durch Christus Jesus kommt in die Nation, heute in dein Haus rein. Das haben wir heute gehört, ja? So, und da gibt es einen anderen noch, ein Mann, der Name ist Kaleb. Wer von euch kennt Kaleb? Ja, Kaleb. Es ist ein Mann, der einen Generationssegen freigesetzt hat. Da waren 12 Kundschafter. Die 12 Stammesführer von diesen 12 Stämmen. Die 12 werden rausgeschickt und die Kundschafter werden rausgeschickt. Und alle, Achtung, sehen das Gleiche. 10 bewerten es in Angst, 2 sehen genau das Gleiche, aber bewerten es im Glauben. Zu welcher Gruppe gehörst du? Was hast du gesprochen, als Corona kam? Welcher Botschafter warst du mit deinem Mund, als du gesprochen hast die letzten 4 Jahre? Zu welcher Botschafter gehörst du? Als diese Krise kam, haben wir gesprochen und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und wir werden stärker rausgehen, wie wir reinkommen sind. Unsere Gemeinde hat sich verdoppelt, die Finanzen haben sich verdoppelt, die Bekehrungen haben sich verdoppelt. So viele Heilungen noch nie, so viel Befreiung, so viel Mitglieder wie noch nie. Weil Gott ist größer wie jede Krise. Amen. Ich möchte dich ermutigen. Ja, genau. Wir haben so gesprochen, Leute haben gesagt, hey, hast du noch nicht mal die Nachrichten gehört? Ja, ich habe sie gehört. Aber hast du schon mal dein Wort gelesen? Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden in Jesu Namen. Und ich lade dich ein, dass du wieder Botschafter, der Kaleb Botschafter oder der Josua, dass du das Gute aussprichst. Je schlimmer die Umstände werden, desto größer wird das Licht in der Gemeinde. Je schlimmer die Welt bergab geht, desto mehr geht das Reich Gottes bergauf. Und je mehr fallen links und rechts, dich wird es nicht treffen. Denn das Wort Gottes sagt, 1000 fallen zur Linken, 10.000 zur Rechten, doch dich wird es nicht treffen. Amen. Dich wird es nicht treffen. Amen. Nur durch Glauben geht es. Und dieser Kaleb, er war einer von dieser Gruppe. Ich lade dich ein, ab heute nicht mehr negativ zu sprechen. Sprech das Wort Gottes aus, ja? Sprich Leben aus in deinem Leben. Und dieser Kaleb, Er wurde ausgesandt von Mose. Du machst einen super Dienst mit dem Einklatschen. Wunderbar. Super gut. Super gut. Wunderbar. Hier geschieht was im Raum. Mit jedem Einklatschen geschieht. Oh, Maria, Halleluja. Yes. Wunderbar, Halleluja. Rudi auch eingeschlagen. Wunderbar. Okay. Hier geschieht was im Raum. Und dieser Kaleb, er ist rausgegangen, ja? Und erinnert euch, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, aber ich möchte euch erinnern, was dann geschehen ist. Und dieser Kaleb in 4. Mose sagt, und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Ja, er hat gesagt, das sind zwar große, aber der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Und was ist geschehen? Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Glaubensleute, wenn die anfangen zu sprechen, hast du ungefähr alle gegen dich. Herzlich willkommen im guten Club. Noah, ein Glaubensmann und alle lachen aus. Jesus kommt zum Haus und sagt, dieses Kind ist nicht tot, es schläft nur. Alle lachen ihn aus. Kaleb kommt hinein und sagt, der Gott ist mit uns, lass uns da hineinlaufen. Und sie wollen ihn steinigen. Wenn Leute dich ablehnen, weil du im Glauben sprichst, jubelt der Himmel. Lass dich nicht enttäuschen. Dieser Kaleb, er musste 40 Jahre in der Wüste rumlaufen, wegen den ungläubigen Israeliten. Stell dir mal das vor. 40 Jahre läuft er rum. Wüste um Wüste. Die haben sich ja immer im Kreis gedreht die ganze Zeit, ja? Und Wüstenzeit um Wüstenzeit um Wüstenzeit. Dieser Kaleb wurde nicht bitter, sondern besser. Er hat nicht den anderen die Schuld in die Schuhe geschoben, sondern dann kommt dieser Moment, 4. Mose 14.
Aber mein Knecht Kaleb, da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen. Mein Knecht Kaleb oder mein Knecht Markus oder mein Knecht Rudi. Achtung. Weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist, ich werde ihn in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Wow. Gott selber sagt, weil dieser Kaleb geglaubt hat, Achtung, Abraham hat geglaubt, Kaleb hat geglaubt, wird Kaleb in das Land hineingehen, alle anderen müssen sterben. Und er und seine ganzen Nachkommen werden das Ding bekommen. Weißt du, manchmal musst du 40 Jahre durch die Krise gehen. Nicht, weil du was falsch gemacht hast, sondern weil du was richtig gemacht hast. Und den Segen wird die Generation nach dir bekommen. Das ist ein Rema-Wort für manche. Lass dich nicht enttäuschen. Gott steht zu dir. Und Kaleb, er hat 40 Jahre gewartet, durch die Krise durch. Und dann kommt der Moment. 40 Jahre sind rum. Es kommt zur Endabrechnung. Josua Kapitel 14. Und er spricht zum Josua. Es gibt diesen Moment, wo dann jeder sein Haus kriegt. Auch cool, ja. Josua steht da, die haben alles eingenommen und sagt, so, diese Familie kriegt dieses Haus. Diese Familie kriegt dieses Haus. Diese Familie kriegt dieses Haus. Ja, also so richtig so schön zugeteilt alles. Achtung, jetzt kommt Kaleb. Schaut mal, was er kriegt. Er sagt, meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, mein Gott, treu nachgefolgt. Er sagt nicht, diese 10 Blöden da, die haben es nicht drauf. Er sagt, meine Brüder, werde nicht bitter gegen die, die dich 40 Jahre in die Wüste schicken. Sie sind deine Brüder. Gut. Ein Schlüssel. Ich bin treu nachgefolgt. Da schwor ich bei Mose an demselben Tag, wenn nicht das Land, wenn nicht das Land, auf den dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird, denn du bist dem Herrn, mein Gott, treu nachgefolgt. Und dann sagt Kaleb hier eine Glaubensforderung. Achtung, nach 40 Jahren Wüste hast du eine Autorität, etwas zu fordern, was die anderen nicht haben. Was geschieht? Und nun gib mir dieses Gebirge, also den Berg, vor dem Herrn, an dem ich an diesem Tag geredet hatte. Und Hebron wurde ihm zum Erbteil, also Josua gab Hebron zum Erbteil, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu nachgefolgt war. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Was ist hier geschehen? Jeder hat bei der Landzuteilung so ein Haus bekommen. Und dann kommt Kaleb. Nach 40 Jahren Wüste. Er steht vor Josua. Nach 40 Jahren. Und er sagt, Josua, du weißt, was wir gemacht haben. Damals hat Mose uns beide rausgeschickt. Und ich bin treu nachgefolgt. Gib mir das Gebirge. Keine Widerrede. Vor 40 Jahren haben sie schon mal Widerrede gemacht. Sie wollten nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Er hatte Autorität, einen ganzen Berg zu fordern. Er hat einen Berg bekommen. Alle, also wenn eine Volksversammlung war, sind alle aus ihrem Haus rausgekommen. Kaleb und seine Generation ist von Berg runter marschiert. Kaleb-Nachfolger kommen vom Berg runter. Was meinst du, was geschieht, wenn du treu bis zum Lebensende Glauben bewahrst, deine Nachkommen, deine Generation nach dir, auch deine geistlichen Kinder, sie werden vom Berg der Verklärung runter marschieren. Die anderen kommen aus dem Haus raus. Du kommst vom Berg runter. Ich möchte dich ermutigen, der Lohn am Ende ist immer viel mehr wie der Stress und der Schmerz in den 40 Jahren. Ein Generationssegen von Kaleb. Und stell dir mal vor, der Enkel von Kaleb. Bist du schon fertig mit dem Einklatschen? Nein, noch nicht. Okay. Stell dir mal vor, er wäre jetzt der Enkel von Kaleb.
Der kann ja gar nichts dafür. Aber er ist der Enkel. Kaleb kommt vom Berg runter. Und alle gucken, oh, die Generation von Kaleb läuft. Und alle laufen runter. Und der hinten ran. Ja? Da kommt ein Generationssegen, der auf dir ist, nicht weil du was richtig machst, sondern weil du die nächste Generation bist, die im Glauben das ergriffen hat. Es funktioniert aber nur durch Glauben. Du musst es verstehen und dem Glauben ergreifen. Wunderbar, yes. Lobpreisteam ist auch gesegnet. Preis den Herrn. Wunderbar. Haben alle bekommen, ja? Ich auch. Ja. Ja, ja. Ich will auch. Sein richtiger Pastor, weil er muss fragen, wen er vergessen hat. Also frag mal. Hat hier noch jemand keinen Handschlag gehabt? Also der könnte sich dann noch einmal melden? Da oben, ja. Da oben und da war noch, glaube ich, wer. Ja. Bitte mach doch mal die Hand hoch. Das ist richtig gut, du bist ein richtiger Pastor, ja. Du guckst, dass alle eingeklatscht kriegen. Voll gut. Wunderbar, okay, gesehen. Und dann nach oben, ja. Wunderbar. Damit keiner übersehen wird, voll gut. Was will ich euch damit zeigen? Der Segen Abrahams kommt durch Christus Jesus zu der Nation. Der Segen von Kaleb kommt zu der nächsten Generation. Warum? Weil er steht im Glauben. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr im Glauben euer Lauf vollendet. Von heute bis zum letzten Tag eures Lebens. Nicht zurück, nur nach vorne in Jesu Namen. Wunderbar. Jetzt möchte ich eine prophetische Handlung mit euch machen. Und wir werden, die ganze Zeit macht ihr irgendwas, gell, heute. Wir werden jetzt gleich ein Lied zusammen singen. Vielleicht können wir den Text mal kurz zeigen, dass ihr schon mal wisst, was es ist. Das Lobpreisteam hat es schon mal geübt heute. Extra wegen Sonderwünsche von mir haben die da was gemacht. Dieses mit dem Generationsding, kannst du mal kurz zeigen? Dann zeige ich euch mal den trockenen Text und dann zeige ich euch die. Der Segen, ich bitte, mal ein bisschen weiter so. Weiterklicken. Jawohl, weiter, genau. Angesicht, alles gut, Friede mit dir, perfekt. Jawohl, jawohl, das da. Alle zusammen. Seine Gunst sei immer auf dir. Weiter. Und auf tausend derer nach dir. Weiter. Auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Boah, das ist doch stark, oder? Noch einmal. Zusammen. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Wir werden das gleich singen hier zusammen, gleich, noch nicht, es brodelt schon. Wir werden das gleich singen zusammen, die führen uns hier rein und wir werden das aussprechen, dass unsere Kinder noch stärker werden wie wir. Dass die Generation, die jetzt gerade mit Identitätslosigkeit weggerissen werden soll, sie werden nicht weggerissen, sie werden die Endzeiternte einfahren in Jesu Namen. Sie werden Nationen berühren in Jesu Namen, ja? Halleluja, Amen, Amen, Amen. Die Generation, die jetzt gerade lebt, die junge Generation, wo der Teufel wegreißen wird, sie wird die Generation sein, die den Teufel richtig einen reinhaut, ja? Aber so richtig voller Kanne. Und sie wird das Reich Gottes mächtiger bauen wie wir, ja? Wir sind jetzt vielleicht 600. Die nächste Generation wird größer, haben wir 6000. Sie werden nicht nur 100 Bibelschüler haben, sondern 1000 Bibelschüler haben in Jesu Namen. Das Reich Gottes wird mächtig aufgebaut werden. Und sie werden die Schlüssel haben, wie der David mit diesem Schleuder. Eine andere Methode. Und du denkst, hallo, das ist also halbe Selbstmordattacke. Und sie machen aber. Und der Herr ist mit ihnen und er nimmt den Stein. Und der Goliath der Nation wird fallen durch die nächste Generation. Der Goliath der Nation wird fallen durch die nächste Generation. Wir wollen diese Generation heute segnen. Von Generation zu Generation. Seid ihr bereit dafür? Ah, ich bin so begeistert, ja? Okay, bleibt mal kurz sitzen alle. Die ersten drei Reihen müssen hier aufstehen. Wir müssen abstuhlen, damit wir für die prophetische Handlung einen Platz haben. Ja? Genau, die ersten drei Reihen hier vorne. Ja? Genau. Und dann zeige ich euch, was wir gleich machen werden. Ready, ja? Ja, wunderbar. Volle Power, ja? Halleluja, wunderbar. Wenn du online dabei bist, wir werden gleich singen zusammen, lade dich ein, dass du dann mitmachst. Und
Auch wenn du online dabei bist, die Kraft ist genauso in deinem Haus, ja, wo, wie du gerade da bist. Und ich lade dich ein, dass du im Glauben das ergreifst und im Glauben einfach mitmachst. Im Glauben gibt es keine Ortsentfernung. Im Glauben gibt es nur hier und jetzt. Ja. Das möchte ich ermutigen, dass du da mitmachst. Wunderbar, das reicht schon, der Platz. Das ist gut. Noch mehr braucht man nicht. Okay. Alle, die jetzt stehen, könnt ihr bitte nach links oder nach rechts euch hinstellen? Aber nach links oder nach rechts? Ist okay, das reicht, ist gut, ja. Links oder rechts einfach, ja, wunderbar. Wir machen jetzt eine prophetische Handlung gleich. Genau, einfach links oder rechts. Wunderbar, könnt ihr mal darüber ein bisschen so, ja? Dass nicht im Weg steht, genau, wunderbar. Okay, wir werden jetzt gleich was machen hier. Und zwar, wir werden die Generationen hier aufstellen. Ja? Dieser Block und dieser Block, bitte nicht aufstehen, sonst haben wir zu viele Menschen hier drin. Ihr dürft gerne beten, links und rechts, ja? Aber die mittleren Blöcke, ich lade euch gleich ein, noch nicht. Ich muss erstmal erklären, was wir machen. Wir sind ja Deutsche, wir müssen erstmal verstehen, was wir machen, ja? Ja? Ihr seid cool. So. So, wir werden eine Reihe hier aufstellen mit allen Leuten, die bis 20 Jahre alt sind. In einer Reihe, wir werden gleich Gott anrufen. Dann die 30-Jährigen dahinter. Dann die 40-Jährigen dahinter. Dann die 50-Jährigen, die 60-Jährigen. Und dann kommen die 72-Jährigen. Wo ist er? Ja, hier bist du, jawohl, dann kommen die 72-Jährigen ganz hinten. Und wir werden dann von einer Generation zur nächsten Generation die Hände auflegen. Und die vorderste Generation wird sagen, hey, wir sind bereit, Gott, dich anzubeten. Wir sind bereit, den Kampf zu kämpfen, den die Generationen davor schon begonnen haben. Und wir werden den Lauf vollenden in Jesu Namen. Bereit dafür? Ja? Okay, alle Leute bis 20 Jahre, die in diesem Block hier sitzen, könnt ihr mal kurz aufstehen? Bis 20 Jahre. Alle anderen, die links und rechts sind, kommt aber nach vorne. Alle anderen, die links und rechts sind, ihr dürft natürlich auch, aber wir haben hier keinen Platz. Ja? Macht aber im Glauben mit, das ist ganz wichtig. Bis 20 Jahre in eine Reihe aufstellen. Genau, ganz vorne, perfekt, genau. Ihr macht es super gut, genau. Bis 20 Jahre einfach hier aufstellen in der Reihe. Nebeneinander, dass hinter euch Platz ist, genau, ihr macht es super. Sehr gut. Das ist die nächste Generation, die das Reich Gottes bauen wird, noch mehr in Jesu Namen, ja? Mm. Wow! Eine Endzeitarbeiterin, Halleluja! Sie werden das Reich Gottes noch stärker bauen wie wir, Amen? Okay, jetzt alle bis 30 dahinter stellen. Alle bis 30, also von 20 bis 30 bitte dahinter stellen. Und bitte eure Hände auf die Schultern der bis 20-Jährigen legen. Wir bauen jetzt eine prophetische Handlung hier auf. Oh, du bist auch da. Wunderbar. Hast geschafft, ja? Wunderbar. Alle bis 30, bitte die Hände auf die da vorne auflegen, ja? Versucht irgendwie zwei zu nehmen, dass hier, genau so, perfekt, dass jeder irgendwo eine Schulter hat. Perfekt, macht ihr das, super. Sieht gut aus, oder? Alle bis 40, bitte dahinter stellen. Genau, bitte bis 40 dahinter stellen. Ich glaube, jetzt haben wir zu viele. Stopp, 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 stopp. Bis 35, ja, bitte. Sonst haben wir zu viele. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay, bis 38. Ne, wir müssen jetzt gucken, dass wir in einer Reihe bleiben. Wunderbar, bis 38 bitte, genau. Bis 38, jetzt ist es bis 38. Da drüben noch, perfekt, ihr macht das super. Okay, jetzt von 39 bis 45, bitte dahinter stellen. 39 bis 45, wie viele Leute sind da? Ihr alle anderen links und rechts, ihr dürft natürlich auch, aber wir haben sonst keinen Platz mehr. Ihr seid aber auch berufen, ja, ihr seid auch dazu bestimmt. So, 39 bis 45, ja, perfekt. Drüben noch, perfekt. Jetzt 45 bis 50 dahinter stellen, bitte. 45 bis 50, bitte dahinter stellen. Wunderbar, ja, seid ihr so gut durchgemischt, ja. Preis den Herrn. 45 bis 50 dahinter stellen, genau, sehr gut. Bitte hinstellen, wunderbar. Jetzt 45 haben wir schon. 50 bis 55. Bitte kurz dahinter stellen jetzt. 50 bis 55. Die nächste Generation, hier sind Generation über Generation, kommt jetzt. Es wird aufgestellt. Wunderbar. Was haben wir jetzt gehabt? 50 bis 55, gell? Jetzt kommt 55 bis 60. Bitte dahinter stellen. Wenn du irgendwo eine Schulter findest, einfach die Hand auflegen. Okay, 55 bis 60, bitte schön verteilen nach links und rechts, vor allem in die Richtung da. Genau, schön rüber noch. Perfekt. Genau, wunderbar. Haben wir noch Platz da hinten? Christoph, ist noch Platz hinten? Wunderbar. Oh, sieht voll gut aus.
Geht gleich los, ja? Schön rüber noch kommen. So, und jetzt kommen die Golden Nuggets, ja? Bis 72, ja? Hinten hinstellen bitte, jawohl, jetzt geht's los. Jawohl, 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 jawohl. Die Golden Nuggets, Halleluja. Die Helden des Glaubens. Die Helden des Glaubens. Wunderbar. Versucht euch da verteilen. Genau, versucht nach links und nach rechts noch. Könnt auch hier so seitlich noch, perfekt. Könnt ihr einen Schritt nach vorne gehen? Alle einen Schritt nach vorne? Geht es? Hey, das klappt ja wunderbar hier. Genau, damit die Golden Nuggets hinten ein bisschen mehr Platz haben. Perfekt. Noch ein bisschen rüber, alle. Und verteilen. Genau so, perfekt. Sieht richtig gut aus hier. Okay, seid ihr bereit, den Segen freizusetzen? Jetzt, wir machen jetzt einen Generationssegen. Wir setzen etwas frei von Generation zu Generation, dass die nächste Generation das Reich Gottes einnimmt und das, was ihr gesät habt, von Generation zu Generation weitergehen wird. Ja? Wir werden es jetzt gleich sehen und wir machen es jetzt als Proklamation des Glaubens. Wenn wir es im Glauben machen, wird der Segen Abrahams durch Christus Jesus zu den Nationen kommen. Wow, und Generationen. Könnt ihr ganz vorne eure Hände heben? Nur die vordersten, die hinteren segnen, ja? Und jetzt singen wir zusammen. Los geht's. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir und den Kindern deiner Kinder, auf den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend. Mach es von ganzem Herzen. Erheb dein Herz. Immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Und noch einmal. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern. Noch einmal. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern. Noch einmal. Ihrer Kinder. Seine Gunst sei auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und die Kinder ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und die Kinder ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und die Kinder. Mach's von ganzem Herzen. Derer nach dir, auf den Kindern, Kindern.
Jesus, wir sprechen jetzt hinein. Die nächste Generation wird uns bei weitem überholen in Jesu Namen. Und sie werden die Ernte einfahren, denn du hast gesagt, die Ernte ist reif, der Arbeiter ist wenig. So bitten wir den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in die Ernte. Und wir danken dir, dass von einer Generation zur nächsten Generation der Segenslevel steigt. Und wir ergreifen den Segen Abrahams durch Christus Jesus und er kommt in die Generation und zu den Nationen. Wir sprechen aus, unsere Kinder gehen nicht in die Welt. Unsere Kinder werden zu Aposteln, Propheten, Hirten, Lehrern und Evangelisten in Jesu Namen. Zu Endzeit Erntearbeiter in deinem Reich. Und als alle Generationen zusammen wollen wir dich erheben, wollen wir dich preisen. Jesus, du bist ein Gott der Generationen. Vater, du bist ein Gott der Generationen, der uns liebt von ganzem Herzen. Und wir setzen jetzt das frei in Jesu Namen. Können wir zusammen dieses Lied singen, wir erheben dich. Als alle Generationen zusammen gibt es nur einen Vater. Und diesen wollen wir jetzt erheben. Ihr habt jetzt hier gesegnet. Jetzt könnt ihr mal eure Hände von euren Schultern weg. Wir wollen jetzt alle gleich zusammen im ganzen Raum unsere Hände erheben und den anbeten, dem Ehre gebührt. Es ist Jesus Christus. Wir erheben dich. Alle zusammen. Wir erheben dich. Mach es von ganzem Herzen. Ganz im Herzen.